Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge von Train Simulator 2022, der Danny spielt das. Wir werden heute den ICE 519 auf dem Weg nach München von ab Frankfurt Flughafen übernehmen und ich werde das Ganze mal starten. Und freue mich da sehr drauf. Ist ein sehr, sehr schönes Szenario von der Player 46 und ich habe es gerade schon mal ein wenig angetestet und mir hat es sehr gefallen. Ich hoffe, euch wird es auch gefallen und ja, werden mal schauen, was uns da alles erwartet. Und werden hoffentlich ein spannendes, actionreiches Szenario erleben. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr schön. Wenn dieser Ladebildschirm mir gleich endlich mal zu Ende geladen hat, können wir hoffentlich endlich starten. Es kann sich ja eigentlich nur noch um Sekunden handeln, hoffe ich. Na also, geht doch. So, dann werden wir das Ganze mal starten und ja. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und guten Tag, Kollege. Du übernimmst den ICE 519 nach München Hauptbahnhof. Ich wünsche dir eine gute Fahrt. Ja, dann geht das Verdeck auf. So. Türen geöffnet. Führerraum besetzt. Dann werden wir mal das Licht anmachen. So. Auf jeden Fall die Federsprechen, Bremse lösen. Das dürfte passen. So, dann werden wir uns mal ein wenig draußen umschauen, würde ich sagen. Das ist also unser Spielerzug, der ICE4. Und natürlich mit Zugzielanzeiger. Mannheim, Stuttgart, Ulm, Augsburg und schließlich München Hauptbahnhof. Und wir werden unseren Zug
von Frankfurt am Main Flughafen bis über Mannheim bis nach Stuttgart fahren. Wobei mir schleierhaft ist, ich denke mal, es wird mitten im Spiel aufhören. Auf der Fahrt von Mannheim nach Stuttgart. Würde ich jetzt einfach mal so tippen. Und ja, weil mir ist jetzt unbekannt, dass wir wirklich bis Stuttgart durchfahren. Das wäre mir neu. Von daher denke ich mal, dass wir dann irgendwo auf dem Weg von Mannheim nach Stuttgart das Szenario beenden werden müssen. Leider, aber naja, man kann nicht alles haben. Ich muss mal ein wenig hier oben umschauen. Obwohl es ja eigentlich ins Nichts geht. Ja. Es ist ein wunderschöner Wintertag. Geschneit hat es auch schon. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Bahnhof hier an dem Frankfurter Flughafen ist wunderschön, wenn man sich das mal so ansieht. Also wirklich sehr, sehr schön. So, wir haben Ausfahrt, würde ich sagen. Zug Chapuis, bitte die Türen verriegeln und abfahren bitte. Let's go, Dunkel, ciao. Ja, dann werden wir das tun, auch wenn die ein bisschen klingen wie Roboter oder... Naja. Wir haben den Abfahrauftrag erhalten, persönlich vom Zugchef und dann werden wir natürlich abfahren. Erste Station Mannheim Hauptbahnhof, den wir voraussichtlich um 15.20 Uhr erreichen werden. Wenn das mal nicht ein geiles Bild ist. Sehr geehrte Fahrgäste, das Zugpersonal begrüßt auch zugestiegene Fahrgäste im ICE 519 nach München Hauptbahnhof über Stuttgart und Augsburg. Bitte achten Sie, aufgrund der aktuellen Situation gilt auch unsere Deutsche Bahn Unternehmen mit einer Mund- und Nasenschutzbedeckung. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Unser nächster Halt ist um 15.23 Uhr in Mannheim Hauptbahnhof. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Ja, ihr merkt, das Szenario ist äußerst aktuell. Die Corona-Pandemie wird in diesem Szenario angesprochen, beziehungsweise auch erwähnt. Und selbstverständlich gilt auch in diesem Zug die Mund-Nasen-Pflicht, wie in allen anderen öffentlichen Nahverkehrsbetrieben auch, beziehungsweise Nahverkehrsfahrzeugen. Bus, Bahn, Straßenbahn, U-Bahn und ja, daran muss man sich einfach halten und wir werden es mal ein wenig aufschalten hier. Ich denke mal, dass wir heute noch die 250 ausfahren werden. Gehe ich einfach mal von aus. Zumindest spätestens auf der Schnellfahrstrecke. Wäre auf jeden Fall schön, weil ich liebe es, schnell zu fahren. Und wenn man schon mal ein ICE fährt, dann möchte man die Geschwindigkeit auch fahren, die dieser Zug auch fahren kann. Und vor allem fahren darf. So, die 200 sind auf jeden Fall schon mal in Sichtweite. Das ist sehr gut.
Leider lässt der KI-Verkehr noch auf sich warten. Ich hoffe, dass sich da im Laufe des Szenarios noch was tut. Weil, ja. Das wäre sonst ein wenig schade, muss ich wirklich sagen. Also der Gegenzug, immerhin schon mal. Vielleicht ist das ja der Anfang vom ganz großen KI-Verkehr aufkommen. Das wäre auf jeden Fall sehr nice. So, wir müssen jetzt eigentlich die 1200 erreicht haben, aber nicht ganz. Jetzt. So, 160 sind vorangekündigt. Danach dann direkt wieder 200. So, wir wollen uns natürlich daran halten. Also was genau nach Mannheim passieren wird, weiß ich leider auch nicht. Oder weiß ich zum Glück nicht, weil ich lasse mich gerne überraschen. Und ich bin sehr gespannt, wie es dann weitergeht. Und ja, seien wir einfach gespannt, wie es nach Mannheim weitergeht mit diesem Szenario. Und ich freue mich da schon sehr drauf, muss ich wirklich sagen. So, ich hoffe, da kommt noch ein wenig mehr KI auf uns zu, beziehungsweise entgegen. Schauen wir mal ein wenig hier, ob da irgendwas sieht leider sehr, sehr mau aus, muss ich wirklich sagen. Selbst in den Bahnhöfen steht nichts. Das ist doch ein wenig traurig. Leider, leider, leider.
fährt was. Da fährt doch was. Güterzug. Da immerhin. Immerhin. Das ist doch schön. Das ist doch wunderschön. Immerhin. Da gibt es ja doch noch ein wenig KI-Verkehr. Naja, wir sind ja auch noch ziemlich am Anfang und vielleicht tut sich da noch was. Wir haben aber immerhin noch gut 20 Minuten zu fahren. Bis Waldhof sind es noch 43 Kilometer. Bis Mannheim direkt knapp 50, also ein wenig haben wir noch. Wie gesagt, ich hoffe ja, dass wir unsere Höchstgeschwindigkeit noch ausfahren können von 250 Stundenkilometer. Und ja, wie gesagt, wir fahren von Mannheim noch auf die Schnellfahrstrecke nach Stuttgart. Was danach kommt, kann ich euch nicht sagen. Was hier passiert in dem Bereich, kann ich euch noch nicht sagen. Soweit war ich auch noch nicht. Und ja, lassen wir uns einfach überraschen. Ich hoffe ja, dass von 3D-Zug der ICE3 bald fertig ist. Da wurde ja im letzten Jahr schon was angekündigt, dass dieses Jahr da was rauskommen soll. Und ja, ich hoffe, dass sich da vielleicht bald was tut, ohne die Kollegen unter Druck setzen zu wollen. Aber ich freue mich da schon sehr drauf. Es wird bestimmt sehr, sehr schön. Und sehr realistisch, so wie der ICE 1 ja auch schon sehr realistisch war und ist. Und ja, also wenn die Arbeit genau so gemacht wird wie beim ICE 1, dann kann das nur gut werden, was da kommt. Und ja, ich habe leider überhaupt noch nichts vom Release-Termin gehört, wann das Ganze online kommen soll. Und wenn ihr da was gehört habt, schreibt es gerne in die Kommentare bezüglich des ICE3 von 3D-Zug. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, wenn da irgendwie was, wenn da irgendjemand ein Datum weiß, kann das gerne in die Kommentare schreiben. Wäre sehr, sehr nett. So, mittlerweile sitzt dann auch nur noch, ich kann es gar nicht sehen, weil es zu hell ist. Es steht genau, ich kann es nicht sehen. Nee, absolut nicht. Vielleicht gleich, wenn wir ein bisschen in die Kurve fahren, aber im Moment sehe ich gar nichts. Da ist es. Noch 39 Kilometer bis Mannheim und ja. Obwohl ich alle drei TTB-Szenario-Pakete habe, ist der KI-Verkehr jedoch sehr, sehr lau bis mäßig. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist oder so, aber ja. Leider, leider sehr, sehr wenig, was hier an KI-Verkehr rumfährt. Also wir haben bisher gesehen, ein Gegenzug oder den Gegenzug auch als IC4 und ein Güterzug mit einer RBH beklebten Lok, aber
Sonst ist mir hier noch nichts entgegengefahren. Das ist natürlich ein wenig schade, muss man wirklich sagen, weil ja, da kommt was. Ein Twindex. Sehr schön. Auch sehr, sehr selten im Train Simulator, beziehungsweise im Szenario selber, dass einem ein Twindex entgegenkommt. Also war jetzt auch ein Highlight und ja, ist mal was anderes als immer dieser Standard-KI-Verkehr. Ein schöner Regional-KI und Twindex. Ich glaube, das ist ein sehr stumpfes Szenario. Ein schlichtes von A nach B fahren. Ohne dass hier großartig was passiert. Aber ihr kennt meinen Kanal. Ich teste alte und neue Szenarien und bewerte sie dann. Und ja. Bewertung gibt es wie immer am Ende des Spiels. Und ja, da jetzt schon eine Bewertung abzugeben wäre zu hoch gegriffen, weil das Szenario einfach noch nicht zu Ende ist. Und von daher mache ich das am Ende. Und schauen wir mal, was da noch auf uns zukommt. Insbesondere zwischen Mannheim und Stuttgart, was da passieren wird. Da bin ich sehr gespannt. So, ich glaube, hier kommt auch wieder was auf uns zu. Oder? Nee, falscher Alarm. Aber auf uns kommt was zu. Und zwar Geschwindigkeitsbeschränkung noch und nicht. Junge, 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 jetzt geht's aber los. Auf 90. Ach ja, haben es ja gerade noch geschafft. Einigermaßen. Einigermaßen. So, 90. Dass es jetzt mitten am Nachmittag ist, kann man auch irgendwie nicht so wirklich sehen, weil ja, die Sonne hat sich ein wenig versteckt unter diesen, hinter den Wolken und im Winter, finde ich, sieht man das auch nicht so wirklich. Es
es Nachmittag ist, hat so einen ganz besonderen Flair. Das muss ich erstmal schauen. Ach, bin ich zu weit. Das passt. So, und auf 200 kommen wir dann auch sofort hoch. So, bis Waldhof 16 Kilometer, bis Mannheim selber oder bis zum Hauptbahnhof 22. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt, was passiert, wenn wir in Mannheim losfahren. Auf dem Weg Richtung Stuttgart und oder auf dem Weg nach Stuttgart. Wie gesagt, der Zug hat Endstation in München Hauptbahnhof, fährt noch über Stuttgart, Ulm, Augsburg und München-Pasing. Und ja, da ist leider im Simulator die Verbindung von Mannheim München nicht gibt, werden wir leider wohl in Mannheim bzw. kurz nach Mannheim das Ende des Szenarios erreicht haben. Und leider, es wäre schön, wenn man durchfahren könnte. Also, ich glaube, das wäre auch ziemlich lange. Aber nice wäre es trotzdem, finde ich. Also, schön von Mannheim oder von Köln bis München fahren, das wäre doch geil. Zwischendurch Zugpersonal wechseln und vielleicht auch an einem anderen ICE ankuppeln, den mit nach München nehmen. Ja, die Fantasie kennt keine Grenzen und es wäre sehr, sehr schön, wenn das alles funktionieren würde. Wenn das gehen würde, dann das wäre echt geil von DTG. Und wenn sowas mal kommen würde, das wäre grenzgenial. Aber die Technik wird natürlich immer besser und wer weiß, vielleicht kommt das eines Tages, dass es zusammenhängende Strecken gibt von Berlin nach Köln oder von München nach Berlin. Das wäre eine lange Reise, aber es wäre geil. Es wäre verdammt geil, wenn es das eines Tages geben würde. So, jetzt müssen wir uns auch gleich mal langsam darauf vorbereiten, dass wir gleich in Mannheim Hauptbahnhof ankommen. 16 Kilometer sind es noch. Und wir haben ja jetzt für die allermeisten von uns, gilt ja jetzt noch mit dem heutigen Tag 3 Tage frei. Ah, kein Güterzug. Also Motor ist ja Allerheiligen und ja, ein schönes langes Wochenende für die allermeisten. Wenn sie nicht gerade im Polizeidienst oder im Rettungsdienst oder im Krankenhaus arbeiten. Aber vor diesen Damen und Herren habe ich allerhöchsten Respekt. Die erstens ihre Feiertage, für die es eigentlich keine Feiertage gibt, kein Wochenende gibt und täglich ein Leben riskieren für uns, vor allem die Polizisten und Polizistinnen, muss man ganz ehrlich sagen, allerhöchsten Respekt, die da draußen für uns sich hier den allerwertesten aufreißen, auf Deutsch gesagt. Und, auch Bahnmitarbeiter, natürlich nicht zu vergessen, Triebfahrzeugführer, Zugbegleiter, Güterverarbeitende Menschen, die
die muss man auch ganz klar erwähnen. Die arbeiten auch an Feiertagen und am Wochenende. Ganz klar. Um uns zu unseren Liebsten zu befördern. Oder woanders hin. Einfach in den Ausflug befördern. Oder. Also allerhöchsten Respekt auch an diese Damen und Herren, die jetzt heute, morgen und Montag und so weiter ihren Dienst tun, damit bei der Bahn alles reibungslos funktioniert. Muss man ganz klar sagen, allerhöchsten Respekt, Hut ab. Ihr da draußen macht einen verdammt tollen Job und macht weiter so. Ihr habt jeden Respekt verdient, absolut. So, kommen jetzt gleich im Waldhof vorbei. Hab schon gedacht, das wäre der Hauptbahnhof, aber nein. Noch sind wir nicht so weit. Das sind noch 7 Kilometer ungefähr. So, ich muss gleich mal ein bisschen Signalkunde hier machen, damit wir nicht zu schnell irgendwo sind. Weil wir in Bahnhofsnähe sind. Und dann kann es schnell mal zu einer Geschwindigkeitsbeschränkung kommen, die nicht unbedingt unten im Streckenverlauf angezeigt wird, sondern auf Signalen steht oder an Signalen steht. Und wenn man da nicht hellwach ist und das verpasst und damit 160 irgendwo in der Weiche fährt, dann kann es ziemlich schnell vorbei sein mit dem Spiel. Deswegen sollte man am Bahnhofsnähe immer auf die Signale schauen. So, da kommt schon die erste Beschränkung von 120 km/h. Sehr geehrte Fahrgäste, in Kürze erreichen wir Mannheim Hauptbahnhof. Sie erreichen an die S3 nach Karlsruhe Hauptbahnhof über Heidelberg und Bruchsal, Abfahrt ist um 15.30 Uhr von Gleis C. Und an ICE 71 nach Interlaken aus über Offenburg, Abfahrt ist um 15.35 Uhr von Gleis 4. Und an die ICE 710 nach Köln Hauptbahnhof über Mainz, Hauptbahnhof, Abfahrt ist um 15.33 Uhr von Gleis 8. Und an die RE 10A nach Heilbronn Hauptbahnhof über Eberbach, Abfahrt ist um 15.35 Uhr von Gleis 9. Bitte achten Sie Lautsprecher durch Einsage am Bahnsteig. Vielen Dank für Ihre Reise mit der Deutschbahn. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend. Ja, das war wie immer eine schöne Ansage, während wir unseren Gegenzug sehen. So, wir fahren jetzt langsam in Mannheim rein und jetzt hier mal langsam die Beschränkungen wahrnehmen. Und in Bahnhofsnähe sind natürlich die FPS hier ein wenig eingeschränkt, wie man sieht. So, 60. Danach dann 50. Auf 70, das ist nicht gut. So. Dann machen wir einen ganzen Schritt. So, bis auf 50. Wir werden sowieso gleich auf 50 runtergeschränkt oder beschränkt. Kommt nämlich jetzt so was Undefinierbares, wie immer, auf dem Weg nach Mannheim oder in Mannheim. Aber das ist meiner Erfahrung nach immer 50. Na, sag es doch.
So, da steht ein schöner hübscher IC. Oder fährt. Fährt noch. Entschuldigung, er fährt noch. Jetzt hält er. Mein unschwer hört oder erkennt am Quietschen. So, dann ist die Leistung weg. Wenn ich dann auch mal langsam bremsbereit machen. Natürlich nicht zu viel. Dann stehen wir zu früh. Wenn, da wollen wir bis zum Ende des Bahnsteigs fahren. Hallo, gute Frau. Ohne übers rote Signal zu fahren. Das ist auch noch so eine Kunst für sich. So, bis der letzte Wagen im Bahnhof steht, am Bahnsteig steht. Mein Gott. So. 7, 6, 5. Das sollte reichen. So, erstes Etappenziel erreicht. Mannheim Hauptbahnhof. Und steht da eigentlich drauf? Naja, Leipzig Hauptbahnhof Berlin-Gesundbrunnen. Das stimmt jetzt nicht so wirklich. Dafür ist die Richtung falsch. Aber wie gesagt, ich bin jetzt gespannt, was passiert, wenn wir gleich hier losfahren. Ich werde auf jeden Fall mal abspeichern. So, und dann schauen wir uns hier mal den hübschen Twindex an. Der fährt nach Zürich. Der hat aber noch einen weiten, weiten Weg vor als EE, muss ich wirklich sagen. Also, Junge, 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 das kann ich mir nicht so wirklich vorstellen, dass der dahin fährt. Aber ja, es steht da halt so, ne? Ihr seht es ja selber. Main-Neckar-Ried-Express, ja. Das Repaint habe ich extra noch besorgt, damit der hier fahren kann. Das Signal auf dem Bahnsteig. Das ist mir auch neu. Gibt es das wirklich in Mannheim, dass die Signale auf dem Bahnsteig stehen? So, der IC fährt los, bevor die Türen zu sind. Aber es ist ja meistens bei den KI-Fahrzeugen. Schauen wir einfach mal dabei zu. Der hübsche C. Wohin auch immer. Sein Reiseziel kenne ich leider nicht. Und seins kann nicht richtig sein. Also, wenn der jetzt als RE noch bis nach Zürich fährt, mit jedem Halt oder mit jedem zweiten Halt, sagen wir mal, oder dann fährt er noch sehr, sehr lange. Nein, der fährt nach Frankfurt. Das war mir schon klar, dass der nicht nach Zürich fährt. Lampertheim, Bürstadt, Biblis und schließlich Frankfurt am Main. Hauptbahnhof, der IC. Wobei der ICE, naja, ich glaube nicht, dass das ein ICE war. Das war dann IC. Auf jeden Fall fährt er nach Köln. So, und unser Zug. Nach München. Stuttgart, Ulm, Augsburg, München. Und zwischen Augsburg und München kommt noch der Halt München-Pasing. Hier kommt auch noch ein ICE an, 35. Also der fährt Karlsruhe-Offenburg-Freiburg, Interlaken.
Ost. Aber insgesamt ist das ein sehr schöner Bahnhof, auch hier. Diesem Bahnhofsgebäude, muss ich wirklich sagen. So. Und hier natürlich die Skyline. Wunderschön. Wunderschön. Muss man wirklich so sagen. Also. Und da hinten der Fernsehturm, der da so einsam und verlassen steht. Insgesamt ist Mannheim doch eine sehr schöne Stadt. Da hinten der See. Insgesamt haben wir jetzt ein wenig mehr KI-Verkehr hier in Mannheim. Was mir sehr gefällt. Wir hatten jetzt den IC, wir haben den Twindex und ja, besser wenig als gar nichts, kann man da nur sagen. Irgendwas kommt da. Da kommt der ICE, der nach Interlaken fährt. Naja, Türen öffnen will er nicht. Der lässt die Fahrgäste nicht raus. Ah, ah, die bleiben da drin. Dürfen nicht aussteigen. So, wie lange haben wir denn noch? Wann haben wir Abfahrt? 31. Och ja. Das ist noch ein paar Minuten. Und dann, wie gesagt, bin ich sehr gespannt, was passiert, wenn wir hier in Mannheim abfahren, auf dem Weg nach Stuttgart. Wunderschönes Bild, oder? Wunderschönes Bild. Einfach nur ein wunderschönes Bild. /403. Wir haben 350. Wo steht die Bezeichnung? Helft mir, ich finde die Bezeichnung nicht. Na, da kommt der Gegenzug. Jetzt haben wir ja ordentlich KI-Verkehr, wunderschön. Erst gar nichts, jetzt jede Menge. ICE-Treffen hier. Wunderschön. Twindex, ICE 4,
ICE 1, ICE 4. So, dann haben wir jetzt auch gleich Ausfahrt. Und dann mal schauen, was passiert. Bin gespannt wie ein Flitzebogen. Türen gehen zu. Da läuft fett noch ein ICE. Zugchef Mühl, bitte die Türen verriegeln und abfahren bitte. Let's go, Dunkel, ciao. So, natürlich haben wir jetzt auch wieder einen Abfahrauftrag bekommen. Was ich noch sagen wollte. Jetzt haben wir sie fast alle hier. Alle Generationen von IC. Es fehlt eigentlich nur noch der ICE2. Dann hätten wir sie alle hier. Wunderschön. Gerade ist nämlich noch der Dreier rein. Wir begrüßen auch zugestiegene Fahrgäste im ICE 519 nach München Hauptbahnhof. Unser nächster Halt ist um 16 Uhr nach Stuttgart Hauptbahnhof. Bitte tragen Sie auch Ihre Mund- und Nasenschutzbedeckung. Vielen Dank. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. So, ihr seht, 32 Kilometer haben wir noch zu fahren. Bevor es dann zu Ende geht, schätze ich. Und die werden wir natürlich genießen. So, um euch das noch kurz zu zeigen. Da hinten steht der Dreier. Also wir haben sie bis auf den Zweier, haben wir sie alle hier. Wunderschön. Er ist gar kein KI-Verkehr. Jetzt jede Menge. Das muss ich mal eben schauen. Der Rotschein will nicht zu haben. Aber auf jeden Fall noch 50. Aber ich finde es cool, dass wir jetzt noch weiterfahren dürfen. Richtung Stuttgart, muss ich echt sagen. Mal schauen, was noch auf uns zukommt. Wie viel KI-Verkehr wir noch sehen werden und. So, jetzt dürfen wir aber 100 fahren. Dann werden wir das mal machen. So, jetzt geht's hier den Berg hoch. So, 190. Mal gespannt, was passiert. Auf jeden Fall geht es gleich in den Tunnel. Und da kommen die angesprochenen 250. Na endlich, wunderschön.
Also das Szenario hat ein bisschen lau angefangen, aber es wird und wurde bis jetzt immer besser. In Mannheim der ganze KI-Verkehr in Form von fast allen Generationen des ICE. Und jetzt dürfen wir auch noch unsere Höchstgeschwindigkeit fahren, also, und dürfen noch über 30 Kilometer auf Richtung Stuttgart fahren. Also ich finde das zum Ende hin ein sehr gelungenes Szenario, muss ich wirklich sagen. Gefällt mir sehr und Daumen hoch, kann ich nur sagen. Gefällt mir sehr. Deswegen, ich bewerte auch immer erst am Ende, weil man weiß nie, was noch kommt. So, dann heißt es jetzt 250. Zack, mehr geht nicht. Wird dieser Zug leider nicht erreichen. Ich weiß nicht, ob es ohne AFB schaffen würde, aber wir haben eine VMAX von 250, wie man da ganz klar sieht. Von daher glaube ich nicht, dass der mehr fahren würde. Wunderschön, wunderschön. Man muss mal ein bisschen Spotter-like machen hier. Mit 250 Kilometern gen Stuttgart. Einfach nur geil. Der ICE 4 mag vielleicht nicht jedermanns Sache sein und ja, es gibt ja immer unterschiedliche Geschmäcker, ist ja auch gut so. Und mir gefällt der aber sehr gut. Ich bin selbst schon mit einem gefahren von Essen nach Köln Hauptbahnhof und ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat sehr gefallen. Sehr ruhiges Fahren und mir gefällt der sehr gut. Ich bin froh, damit gefahren zu sein und ja, mit dem ICE 2 bin ich auch schon gefahren. Mir fehlen jetzt eigentlich nur noch der 1er und der 3er. Und IC1 in meiner Sammlung und ja, das werde ich auf jeden Fall auch noch in Angriff nehmen. KI-Verkehr kommt auch immer mehr. Wunderschön. So, noch 10,5 Kilometern, bevor wir dann das Ende erreichen werden, wie auch immer das vonstatten geht. Schauen wir einfach mal.
So, es nähert sich langsam dem Ende. Und das gibt mir die Gelegenheit, mich schon mal von euch zu verabschieden, beziehungsweise euch zu sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst den Daumen nach oben. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf, bleibt gesund, bleibt mir treu. Wir sehen uns oder hören uns, oder ihr hört mich spätestens nächste Woche Samstag wieder. Vielleicht gibt es auch dieses Wochenende noch ein Video. Mal schauen. Ja, für die, die neu auf meinem Kanal sind, Glocke aktivieren, meinen Kanal abonnieren und ja, für alle anderen gilt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war ein wenig mau angefangen, wurde da zum Ende hin ganz gut. Und ja, ich werde jetzt noch warten, was passiert, wenn wir jetzt gleich hier die Schnellfahrstrecke befahren nach Stuttgart. Und ja, ich denke, dann wird das Szenario enden. Und dann auch das Video. Wir werden es mit 250 ins Ende fahren. Das hört sich jetzt irgendwie komisch an. Aber so wird es geschehen. Gut gemacht, Sie haben das Szenario erfolgreich abgeschlossen. Ja, und ich glaube, dann machen wir das jetzt auch zurück. Jetzt gibt es nämlich gleich ein böses Erwachen. So, das war's denn endgültig. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ihr hört mich wieder spätestens nächste Woche Samstag und ich sag schon mal ciao, servus und tschüss. Euer der Danny Spieters. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.